Willkommen zurück hier zu Gothic. Auf dem Weg zurück zu Gorn, um mit ihm gemeinsam die... Ah, das war dumm. um mit Gorn gemeinsam die Gardisten zu verprügeln. Und letzten Endes dann die freie Mine endgültig zu befreien, von der ich dachte, ich hätte sie schon befreit. Aber hat sich herausgestellt beim letzten Mal, dass die Gardisten am Anfang, am Eingang, eben noch nicht alle waren, sondern dass sich hier noch ein paar mehr rumtreiben. Und dann muss ich natürlich auch noch gleichzeitig Ausschau halten, ob ich nicht irgendwas finde, womit dann der Ork-Freund mir ein Ulu-Mulu machen kann. Wer weiß, vielleicht finde ich halt das ein oder andere dafür hier in der Höhle. So, jetzt aber erstmal... Ach, das ist ein Balken. Ich dachte, das liegt da auf dem Boden. Gorn, hey! Alter Junge. So, jetzt. Hallo. Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Das nimmt er mir immer noch übel. Nein, ich will, dass du mir folgst. Auf in den Kampf. Genau. So sehe ich das auch. So, jetzt werde ich mich nochmal kurz eine Runde heilen. Oh Gott, was ich wieder an Unsinn hier angesammelt habe. Ich mach das mal eben weg. So viel Zeug hier unten. Das braucht doch keiner. Dumm. Bin ich voll geheilt? Jawohl. So. Ich finde, wenn ich so blöd bin, da runterzufallen, dann habe ich es auch verdient, das dann bezahlen zu müssen, letzten Endes. Gut, jetzt habe ich halt zwei Möglichkeiten, oben rum oder unten rum. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es oben rum auch zu den Gardisten geht. Ich guck mich da am besten einfach nochmal um. Ach ja, genau, hier meinte ich vorhin gewesen zu sein. Also nicht vorhin, in der letzten Folge. Aber hier fehlt dann natürlich da rechts der Weg, der Gang. Weil hier geht es natürlich dann auch noch in die Mine rein. Ein Minecrawler da unten. Gorn ist da. Sehr gut. Gorn ist da. Da speichere ich gleich nochmal. Das ist nämlich auch eine meiner Sorgen hier. Dass Gorn einfach plötzlich verschwindet, weil die Wegfindung von den NPCs, die ist nicht allzu gut. Ich lasse den Minecrawler da unten jetzt mal Minecrawler sein. Und mein Ziel in dieser Folge ist, Gardisten zu verprügeln. Vielleicht hier drüben? Ich weiß nicht. Das sieht nicht nach Gardisten aus. Ich denke mal eher, dass die sich so einen Weg genommen haben, der so richtig schön mit Holz... Ah, da habe ich doch schon Butler. Ich glaube, hier bin ich richtig. Und da steht Bier, ein Reisschnaps. Nicht hinsetzen. Du sollst das Bier nehmen. Danke. Gorn? Ach, du bist da. Ich schätze mal, du bist hoch. Dann... hey. Ist das die falsche Seite? Yep, ist die falsche Seite. Ich wollte gerade sagen, dann übernehme ich das für dich, Gorn. Aber jetzt macht er es. Jetzt, ja, kaum stehe ich auf der richtigen Seite, um hochzuklettern, klettert Gorn hoch. Na, klasse. Was heißt, ich muss jetzt hier warten? Gut. Und sobald er oben fertig ist, nein, okay, er ist zu blöd, er ist oben runtergefallen. Aber sobald er nicht mehr an der Leiter dran ist, kann ich dann hochklettern. So. Na? Das ist ja gerade abgehauen, die Sau. gibt es jetzt hier oben eigentlich irgendwas? Nö, da war nur ein Butler. Okay. Ich kann mich natürlich ein bisschen umschauen. Bis auf den einen Butler scheint es ja echt nichts zu geben vom alten Lager. Vielleicht dann doch weiter unten? Wo ist der? Ich würde den gerne ausnehmen. Da. Schon wieder eine Fackel. So, geht's denn da weiter hoch? Nee, ne? Das ist Unsinn. Nee, da geht's nicht weiter. Da drüben vielleicht. Auch nein. Okay, dann ist das hier also eine Sackgasse.
Und vielleicht da drüben, vielleicht das unten? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Ich glaube, hier war ich doch am Anfang schon mal, hab mich geprügelt, bin dann da reingelaufen. Wurde vertrieben wieder, weil da Gardisten waren. Also schätze ich mal, dass hier noch Gardisten sind irgendwo. Und zieh jetzt mal diese Seite der anderen zuerst vor. Ja, Gorn sieht schon die Waffe. Das klingt gut. Das mache ich dann auch gleich. 200 Erfahrungen. Das ist, glaube ich, ein Gardist. Die Minecrawler geben nämlich 220, wenn ich mich erinnere. Und das klingt auf jeden Fall nach Mensch, den er da verprügelt. So, Gott, tut mir leid, ich bin nicht unverwundbar. Ich muss hier gemütlich runterklettern und dich erstmal die Drecksarbeit machen lassen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Aber das Schöne ist ja, dass ich hier die Erfahrung kriege, auch wenn Gorn die Leute platt macht. Hey! Den wollte ich. Ah, da ist noch einer. Hat er den komplett außer Gefecht gesetzt? Nein, hat er nicht. War ja klar. Gott, das ist meiner. Wenn du mir meinen wegnimmst, dann... Ey. Mendö. Selber machen will. Selber groß. Ich kann selber Leute töten. Trank. Ah, das waren aber, glaube ich, wieder solche Stärke oder Geschwindigkeit oder so Tränke. Ja, genau. Mir fällt gerade ein, die Blutfliegensache vor ein paar Folgen, mit der ich rübergeflogen bin über den großen Abgrund, hätte ich vielleicht auch mit so einem Geschwindigkeitstrank lösen können, mit Anlauf und rüberspringen. Das hätte vielleicht geklappt. Habe ich aber nicht ausprobiert. Ist jetzt nur eine Vermutung. Und das Schwert... Hey, du sollst das Schwert nehmen. So, nicht, dass da noch einer von den Bösen vorbeikommt und auf die Idee kommt, uns damit anzugreifen. Ah, und das sieht... Ah, genau. Und vorhin war ich hier. Alles klar. So schließt sich der Kreis. Die Frage ist nur, wie komme ich da? Lass dich hier nie wieder blicken. Das ist einfach nur eine Schräge. Gorn, bist du hinter mir? Ich hoffe doch. Gut, da mich gerade keiner angreift. Wie süß der Butt leider einfach kurz stehen bleibt da hinten. Da mich gerade hier keiner angreift. Weil der mich von oben ja nicht treffen kann. Durch das Holz durch. Erledige ich mal die beiden Schatten hier unten. Und Dietrich, aha. So was macht ihr hier also. Was? Nein, das gebratene Fleisch. Hab ich jetzt überhaupt Schaden gekriegt? Oh nein, einen Schadenspunkt. Mein Crawler-Suppe. Hey! Warum halte ich gerade die Fackel? Nee! Ich will da hoch! So viel dazu, ich habe fast keinen Schaden gekriegt. So, jetzt aber hole ich mir dich. Geht doch. Und wie, du fällst jetzt runter bei der Aktion. Und damit meinte ich nicht den Gardisten, sondern natürlich mich selbst. Das wäre extrem ärgerlich gewesen. Puh, aber wenn mich nicht alles täuscht. Butler, Gorn, Butler. Treffe ich die auf die Entfernung? Wahrscheinlich nicht im Kurzbogen. Ah, da ist noch ein Schatten, okay. Da. Erstmal heilen. So, das muss reichen.
Dann jetzt den Schatten noch und dann. So, wo steht der? Da hinten. Oder? Nee, das ist ein Butler. Wo ist denn der Schatten? Da war doch gerade noch ein Schatten. Doch, ach, das ist ein Schatten. Wie, das ist ein Schatten? Der sieht aus wie ein Butler. Warum sieht der Schatten aus wie ein Butler? Oder andersrum, warum heißt der Butler Schatten? Jetzt bleib mal stehen. Komm mal her. Ah, Feigling. Okay, es ist doch ein Schatten. Es sah nur in der Dunkelheit so ein bisschen aus wie ein Butler. So. Ich frage mich, ob das jetzt alles war. Mal Gorn fragen. Der ist doch gerade hier irgendwo hinter mir. Da. Hey Gorn. Gorn. Jetzt mal aufhören, so wild rumzurennen und vielleicht mit mir reden. Hallo, Gorn. Gorn. Meine Güte. So nichts zu gebrauchen, der Typ. Außer zum Kämpfen, das kann er gut. Wenn er es gerade geschafft hat, mit der komischen Wegfindung auch herzukommen. Rede oder stirb. Okay, du willst nicht reden. Habe ich mal gesagt, ich lasse die Butler in Ruhe? Ich glaube ja. Habe ich mal gesagt irgendwann. Pokal, okay. Was ist denn jetzt eigentlich meine genaue Ding hier, meine Mission? Ich dachte, das wäre die Befreiung der Mine oder so. Weil ich habe jetzt irgendwie keine Möglichkeit zu überprüfen, ob ich da jetzt erfolgreich war oder nicht. Was habe ich da gerade genommen? Einen alten Richter oder so? Alter Richter, 69. Ah ja, okay. Das ist eine Zweihandwaffe. Warum sollte ich den Blasebalg benutzen? Bin ich da rein? Nein. Gut, ich glaube, das war's soweit. Und ich sehe hier sonst keinen mehr. War ich bei den Minecrawlern unten? Okay, hier ist noch ein Butler. Dann hole ich mit denen mal noch. Um auch wirklich alles erledigt zu haben. Ach, da drüben kann ich auch noch hochklettern. Was ja bisher nicht ging, weil der von unten dann immer geschossen hat. Der da. Okay, glaube ich. Ja, das war Gorn. So, und da haben wir auch noch einen. Das dürfte dann der letzte gewesen sein. Oder? Nein, ich höre da noch was hacken. Da, vielleicht drüben auf der Plattform. Meine Güte. Gibt es hier viele Butler? Komm. Da kann ich einfach runterfallen, da passiert nichts. Also da hinten links, da war ja der Typ, der geschossen hat. Und die Plattform, die ich meine, die ist da. Ah, genau, da oben. Da habe ich doch gerade schon einen gesehen, nämlich die hier. Die hat mich da ja von der Leiter runtergeschossen, letztes Mal. Diesmal nicht. Diesmal war ich schneller. Ah, da geht's auch noch weiter hoch. Interessant. Vielleicht ist der ja Gomez oder so, wer weiß. Na, wobei, das glaube ich eher nicht. Vielleicht Ian. Der alte Chef der alten Mine. Na, so viel zum Thema, Chef. Andererseits geht's hier auch noch weiter. Gorn ist mal wieder verschwunden.
Das war ja so klar, dass das nichts wird. Ich will die Fackel, nicht den Butler. Kann ich die Fackel jetzt überhaupt noch aufnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Okay, das war jetzt dann irgendwie doch ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die hätten da irgendwo ein Lager mit ein paar Truhen oder so. Oder vielleicht irgendein Zeichen, das ich mitnehmen kann, um zu zeigen, hey, ich war hier, ich habe die Mine befreit. Sieht nicht so aus. Moment, da geht's zum Ork-Schaman, zum Ork-Freund. Aber ich will da nicht hin, sondern ich will den anderen Weg zurück. Und das müsste, nein, nicht hier, sondern da sein, genau. Und da ging es ja irgendwo noch runter zum Minecrawlern. Und da ich keine Ahnung habe, wie viele Platten ich brauche, ich schätze mal, es werden 5 oder so sein, aber wenn es am Ende 25 sind und ich habe 24, dann ärgere ich mich. Da hole ich lieber jetzt gleich noch ein paar mehr und mache die Mine eh gleich komplett sauber. Wobei ich denke, einmal muss ich sowieso noch her, wenn ich die Sachen für den Schamanen zusammengesucht habe, für mein Ulu-Mulu. Aber egal, wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich die Höhle komplett sauber. Ach so, genau, da war der einzelne Buddler. Und ich will jetzt da runter. Oder genauer gesagt, in der nächsten Folge dann. Denn jetzt ist diese hier zu Ende. Danke, wie immer, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.